Hey yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs Ringkrieg mit den Orks und wie ihr am Datum sehen könnt, yo, ich bin ein bisschen spät, ich habe schon lange nichts mehr gemacht, lange nicht mehr gespielt. Muss auch mal wieder sein. So, ich darf alles behalten, die Orks kosten nichts, deswegen darf ich die auch behalten. Und ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren und was überhaupt passiert ist. Ich weiß, dass ich umschalten muss. Ich hoffe, das habe ich jetzt damit getan. Ja. Sound ist da, Aufnahme läuft. Das da. Passt. So, ihr seht das vielleicht schon, neues Headset und das Kabel hier stört extrem. Aber wenn ich es runterfallen lasse, dann zieht das so am Headset, ist auch nicht gut. Ich müsste das irgendwie hier so hochhalten, aber... schwierig. Ich muss es wohl erstmal so lassen, wie es ist. Es scheuert halt am Arm. Das, was nicht schlimm ist, es tut nicht weh und nichts. So weichei-technisch bin ich jetzt auch nicht unterwegs. Aber es nervt halt, ne? Es nervt halt schlimm. So, zum Aufwärmen erstmal Helmsklamm verteidigen. Ich glaube, das geht immer relativ easy. Ja. Rest muss man mal sehen. Weil das Kabel nervt. Was mache ich damit? Ich will es nicht runter tun. Naja. Vielleicht gewöhne ich mich ja auch dran. Als ob. Ich und mich an etwas gewöhnen. Ja, ja. Okay. So. Schauen wir mal. Ja, der Wächter ist noch ganz gut. Okay. Ich dachte, wir sind fertig. Macht was ihr euch bewohnt, nicht, ihr faulen Bewegung! Okay. Macht euch wieder an die Arbeit! Ihr arbeitet an eure Einstellung! Oh. Ne, 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 bleibt ihr wohl drin? Hallo? Na, was macht ihr denn? Wow, sind die dumm. Krass. Ich meine, es sind Goblins. Ich weiß, dass die nichts können, aber... Das ist halt jetzt dämlich. Okay. Wird ein bisschen länger dauern, aber es... Ihr kennt es ja schon. Alter, das war jetzt schon sehr peinlich. Ganz im Ernst. Also ultra peinlich halt, ne? So. Genau, das wollte ich auch noch sagen. Einer der Gründe, warum ich lange nichts aufgenommen habe, wenn auch nicht der Hauptgrund, aber einer der Gründe, war Krankheitsfall, Erkältung und so. Und die habe ich jetzt immer noch, aber ich wollte endlich mal wieder ein bisschen was aufnehmen. Deswegen werde ich das jetzt auch machen. Und deswegen könnte es sein, dass ich ein bisschen sehr leise heute erscheine. Aber so ist es halt, ne? Da müsst ihr durch. Pech gehabt. So. So, ich würde jetzt dann gerne rausgehen. So. Weiter geht's. Noch ein Upgrade bauen. Da noch was hin. Und Eomer Stufe 10. Langsam werden die Helden der Menschen und der Gegner und so ganz gut. Da ist was gestorben. Das passt. So, das Tor mache ich wieder zu, ist ja klar. Reiter hat er keine mehr. Ja, dann kann man einfach drauf gehen. Wir gehen auf breite Formation und dann greifen wir an. Habe ich nicht gesagt, ihr geht auf breite Formation und greift dann an? Eigentlich schon, ne? Hatte ich gesagt. Wäre natürlich nice, wenn sich die Leute daran halten würden, was ich ihnen sage. Aber das tut eh nie einer. Da können wir nichts
Ich habe ja bloß immer recht, ne? Und es wäre nur gut auf mich zu hören, aber... Warum sollte man das sowas tun? So, zwei Gehöfte so nebeneinander ist auch sehr fraglich. Das Schöne ist, ich kann hier tatsächlich wie gegen die KI spielen, weil es auch gegen die KI ist. Das heißt, ich muss mich nicht so krass anstrengen wie im Multiplayer. Wo ich in letzter Zeit auch immer wieder mal gespielt habe. Vielleicht mache ich da auch mal so Gefechtsaufnahmen, aber aktuell muss ich erst hier den Kram wieder hinkriegen, dass ich das YouTube wieder so ein bisschen läuft, ne, nach der langen Pause jetzt. Community Clash muss ich noch weiter spielen mit euch. Das wird auch noch ein bisschen dauern, bis ich da wieder dabei bin. Ja. Aber, na, mal gucken. Genau, das sind jetzt die bösen Reiter. So. Mach dich nützlich. So. Interessantes Gehöft-Layout. Kann man bauen so? Sollte man vielleicht nicht. Das Tor fällt bald. Schon mal nicht so nice. Ihr bleibt's da bitte. Vielleicht baue ich mal so einen Turm. Sammelpunkt kann ich bestimmt werden. Ernsthaft? Okay. Da ist der Feind. Was sollen wir tun? Bereit? Ah. Da ist Gollum. Irgendwo lebt noch der Mensch. Weiß aber nicht warum und wo und wie und weshalb. So, greift's mal an. Ich frag mich halt, wo der Mensch noch lebt. Wie baut die KI die Mühlen? Was macht die? Oh. Oh oh. Nee, aber die bildet aus. Die macht schon. Ja, ja. Ich hatte Angst, dass ich wieder irgendwas falsch eingestellt habe oder so. Ist mir ja nicht... Wäre nicht das erste Mal. Aber eigentlich müsste das passen. Genau. Hau vor den Orks ab. Passt schon. Ist halt doof, weil der Gegner jetzt leveln darf, aber gut, whatever. So, jetzt kommt meine Dunkelheit noch dazu. Ein paar Spinnen, bisschen davon, bisschen davon, bisschen davon, bisschen davon. Dann könnte er da angreifen gehen. So. Hier vielleicht noch ein... Ding. Jetzt spielen wir mal nur mit einer Hand. Ist nämlich hier gerade gut machbar. Ja, der Morokmir, der levelt sich hier in den Orks hoch. Kann er ja auch machen, so ein bisschen. Das machen wir zu. Ja, hier machen wir alles kaputt. Irgendwo lebt der Mensch noch. Da hat er noch was. Schaut's mal an. Krass. Wie gemein. Aber passt schon. So. Ich glaube, ich baue noch eine Kluft. Orkhöhle. Ja, irgendwo kannst du bauen. Genau. Mir fehlt ein Baumeister. Ja. Einfacher, langweiliger Ork-Spam. So, Kaserne auf Stufe 2 hat er. Kann man machen. Ein Feind ist vernichtet worden. Easy peasy. So, Gönnung. Passt schon. Recht einfache Verteidigung. So. Baumeister, die packe ich jetzt dahin.
Evakuieren war mal V, ist es jetzt hier nicht. Das kommt dahin. So. Da ist der Baumeister, da schaut's mal. Aha. Da muss ich alles leveln, ne? Ja, komm, mach kaputt hier. Oh nö. Hä? Wo hat der das hingemacht? Ah, nicht mehr geschafft. Naja, müssen ja nicht alle ausgerüstet sein. Das geht schon. Kann man so grob schon lassen. Das ist okay. Pass. So, was behalten wir? Den nicht. Den und den auch nicht. Den auch nicht. Passt. So, wo geht's als nächstes hin? Isengard wird nicht ganz einfach. Aber ich glaube, den mache ich jetzt noch. Safe Stat, ja. Den Ring, den historischen Ringkrieg muss ich euch auch irgendwann mal zeigen. Keine Ahnung wann, ich muss mal demnächst alles raushauen. Kein Plan. Könnte sein, dass Isengard stirbt. Ist keine schlechte Festung, was die Ökonomie angeht, aber... naja. Was sollt ihr sonst noch bauen? Ihr stirbt nicht, ihr Faulenz! So, Spinnen. Ihr wisst, was zu tun ist! Schauen wir mal. Nope. So ist okay. Ja. Zu Befehl! Sammelt euch! Okay. Passt schon. Die Höhle ist bereit. Auge beobachtet uns. Baut. So, Elben. Arbeiter erweitert. Das Spiel ist, was zu tun ist. Und schon habe ich kein Geld mehr. Tja, so viel zu Isengards tollem Woo. Aber ich kann 1, 2 Sägewerke bauen, vielleicht auch 4. Ist ja gar nicht so schlecht. Werde ich auch machen. Mach dich nützlich. Das Gebäude ist fertig. Hier gibt es immer Arbeit. So. Ihr wisst, was zu tun ist. Ja. Noch mehr Ork-Krieger. Vorwärts, Marsch. Nein, ich höre nicht. Das ist schön. Wir brauchen mehr Rohstoffe. Ich kann mal versuchen, creepen zu gehen. Die Krieger sind hier. Was? Bewegt euch. Vielleicht klappt das ja mal. Das neue Gebäude ist fertig. Noch ein Gebäude fertig. Viel zu tun. Unsere Bogenschützen sind bereit. Marsch, marsch. So. Zu Befehl. Bereit? Habt ihr das gehört? Arbeitet an eurer nice. Mach dich nützlich. Ah ja. Ja, die Spinnen sind halt ziemlich gut gegen die Reiter, soweit ich mich erinnere. Theoretisch. Wow. Noch ein Gebäude fertiggestellt. Ich dachte, wir sind fertig. So. Das ist kein guter Platz. Hast schon Türmchen bauen? Warte, da kann man jetzt bauen. Noch mehr Ork-Krieger. Na, ein paar Spinnen noch.
Ich habe schon ein bisschen was durchs Multiplayer-Spielen gelernt. Spinnen sind ganz gut und sind nicht so teuer. Das hier ist natürlich Version 7, ne? Die spiele ich auch mit allen Völkern durch, bevor ich dann irgendwann vielleicht auf Version 8 wechsle. Obwohl ich denke, wenn ich mit den Ringkriegen hier fertig bin, wird es künftig nur noch Multiplayer-Schlachten geben im Gefechtsmodus. Die sind dann auch ganz nice. Ich weiß es nur nicht, ich muss nur mal gucken. Aber da muss ich fit sein, das ist dann nämlich so anstrengend wie StarCraft und ja, da bin ich... Manchmal macht es halt Spaß, einfach nur zu spielen und zu zocken, statt halt wirklich zu versuchen, richtig, richtig gut zu sein. Deswegen weiß ich noch nicht, wohin die Reise da irgendwann gehen wird. So, der ist Stufe 3, der hält das nicht lang durch. Ist tot. Vielleicht kann ich in Isengard ein paar Orks behalten. Ich weiß es noch nicht, ob ich das machen werde. Ich upgrade jetzt mal die Spinnenkluft hier. Spinnengrube. Ja. Grube, Höhle und Kluft. Da haben sie sich was ausgedacht mit den Namen. Aber das ist ja auch ganz nice. So. Reiter sind halt böse. Gegen Reiter sind Spinnen ganz gut tatsächlich. Die sind da wirklich stark. Aber auch wenn die Reiter so in den Truppen drin stehen, sind sie ziemlich... Schaut mal den Schaden der Spinnen an. Die machen da guten Schaden. Und sie kosten nur 300. Ist ziemlich günstig. Ich könnte jetzt natürlich noch mehr bauen. Zum Beispiel eine Kluft. Und noch eine Ork-Grube, die alle mal upgraden hier. Aber das ist eh gewonnen, von dem her. Muss ich mir da kein Schatzlager kann man sich leisten. Ist für die Bogenschützen ganz okay. Für die Spinnenreiter auch, für den Rest, naja. Geht so, ne? So. Ich glaube, dass man von hinten an den Gebäuden Schaden macht, gilt im Patch 202, wo ich jetzt spiele, immer noch. Sicher bin ich mir da aber tatsächlich nicht. Ach, jetzt habe ich eine zweite Spinnenkluft. Eigentlich wollte ich eine Kluftkluft. Naja, egal. Ist gegen die KI. Interessiert mich. Easy. Ja, geht. Bin ich bisher ganz gut dabei. Wahrscheinlich sieht man mich hier unten gar nicht mehr, aber das macht jetzt auch nichts. So, wie gesagt, behalten darf ich ja nichts. Werde ich auch nicht. Ah, Spinnenreiter. Okay. Nur no. Passt. Bin ich zufrieden mit. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.